Ja, ich grüße Sie ganz herzlich heute im Freudenfunken. Und als ich das Wort Freudenfunken hörte und dann auch noch sah, wie es beginnt, dachte ich sofort an meinen kleinen Finger. Die, die mich kennen vom Kloster Aremberg, wissen, dass ich ströme, dass ich das Heilströmen mache. Und so können Sie auch jetzt, währenddessen ich auch den kleinen Finger halte, auch den kleinen Finger halten. Denn Freude. Das ist das, was uns am Sonntag nochmal zugesagt worden ist. Freut euch alle Zeit. Aber wie geht das in diesen Tagen, sich alle Zeit zu freuen? Und dabei kann uns der kleine Finger eine kleine Hilfe sein. Wenn wir ihn halten, bringt er Gelassenheit und Leichtigkeit in unser Leben und sorgt dazu, dass wir vielleicht mit den Situationen unseres Alltags derzeit ein wenig mit Leichtigkeit umgehen können. Der kleine Finger, er ist der, den wir halten, den wir strömen, damit alles, was in uns den Funken hineingesetzt hat, der Funke, der in uns immer größer werden möchte, manchmal eben nur ganz klein ist, dass er lebendig werden kann, dass aus einem Funken ein Feuer wird. Ein Feuer der Lebendigkeit, ein Feuer des Lebens und damit unser Herz lebendig wird und wir so mit einem freudigen und lebendigen Herzen da sein können, in der Welt, in allen Begegnungen und mit uns selber. Und so kann es sein, dass vielleicht jetzt ein kleines Lächeln auf Ihrem Gesicht gelandet ist. Durch das Halten des kleinen Fingers, durch diesen kleinen Freudenfunken. Den wünsche ich Ihnen immer wieder, dass Sie einen Funken spüren, einen Funken, der Ihnen aufblitzt in einer Begegnung, in dem Dasein, wie Sie es gerade erleben. Und so möchte ich dies mit Ihnen teilen und liebe Grüße vom Aremberg senden. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.